Herzlich willkommen bei Fettspielen. Hier ist Sunny Miri und ich spiele heute My Sunny Resort. Herzlich willkommen bei Fettspielen. Hier ist Sunny Miri und ich spiele heute My Sunny Resort. Nein, bei mir hängt nicht die Festplatte, sondern ich habe gerade das Gefühl, es gibt einen Papagei neu bei My Sunny Resort und die plappern ja bekanntlicherweise immer alles nach. Deswegen dachte ich mir, mache ich das auch mal als Einstieg, fand ich ganz witzig. Ja, und es ist hier so ein Special-Gegenstand sozusagen. Ab sofort wird dieser gefiederte Geselle mit jedem Kauf von Premium-Währung in der Höhe von mindestens 100 Muscheln gutgeschrieben. Der Papagei hüpft und flattert im Resort umher. Und als Dank für die Gastfreundlichkeit beschert er alle 13 Stunden ein Geschenk, Erfahrungspunkte, Hoteldollar oder sogar Sehenswürdigkeitsteile. Ja, das ist neue Papagei. Ich werde jetzt mal meinen Booster öffnen. Oh, willkommen zurück. Das gab 1485 XP. Ja, was mache ich hier? Ich will mal den Gold Pack Booster öffnen und bin mal gespannt. Ach, den habe ich ja noch nie geöffnet. Gold Pack Booster. Mandelbaum mit Blütenteil. Okay, ja. Okay, das haben wir hier. Grillrestaurant Teil 6. Und Teppich mit Sitzkissen Teil 5. Ja, gut. Das haben wir gemacht. Achso, darf ich noch eins aufdecken? Ja, Karten einlösen. Die Aktion ist nun zu Ende. Du hast 0 Hibiskusblüten durch Dekoration in der Resort gesammelt. Leider hat die Anzahl deiner Hibiskusblüten nicht genügt, um deine Belohnung freizuhalten. Ja, Muttertagsaktion ist zu Ende. Habe ich nicht mitgemacht, deswegen habe ich auch keine Blüten bekommen. Ihr seht, es ist mal wieder einiges los hier im Resort. Ich war lange weg. Ich muss mich natürlich mal wieder drum kümmern, damit das hier alles gut läuft. Und werde jetzt als erstes mal noch hier eine Badekappenproduktion starten. Dann, was kann ich hier noch produzieren? Nehmen wir mal die Drachen. Ja, Papageien. Papageien sind lustige Tiere. Ich hatte noch nie einen Papagei, fand das aber früher immer ganz witzig eigentlich. Es gibt ja auch diese vielen Papageienwitze, ja. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber ja, gibt's auf jeden Fall. So, hier, schaut mal, mein erster mittlerer Bungalow ist fertig. Hier hole ich mal mein Geld ab. Da wird auch, oh, da habe ich einen Volleyball in der Zwischenzeit produziert. Mein erster Volleyball, noch gleich mal ein neuen produzieren und hier wollen Gäste abreisen. Achtung, was für ein toller Urlaub. Ja, das freut mich. Ich würde mich ja freuen, wenn sie wiederkommen, ja, und mein Resort besuchen. Hier muss ich gleich mal ein paar Gegenstände reinstellen. Achso, ich habe ja noch einen mittleren Bungalow, den ich letztes Mal zu viel gekauft habe. Ja. Ausbaufachmann, erweitere 3 Gebäude, 1000 Hoteldollar und 1000 XP. Wow, coole Sache. Ich lasse jetzt mal meine Gäste, glaube ich, abreisen. Ja, die reisen ab. Wer möchte noch abreisen? Wer möchte nach Hause? Die Heimat ruft. Die möchten alle nach Hause und die lassen auch alle Trinkgeld da. Das finde ich echt super. Die Bungalows müssen natürlich gereinigt werden, jetzt wo meine Gäste sich verabschiedet haben. Und hier muss noch einiges gegossen werden. Da können wir noch ein... Was habe ich denn eben gemacht? Da. Ich wollte Schuhe produzieren, genau. So, hier haben wir Donuts. Da möchtest du dir weitere für das Gebäude kaufen? Nee. Ich wollte eine Produktion starten, und zwar nochmal die Donuts. Ja, so. Und hier, da haben wir auch noch, was können wir hier machen? Da können wir noch einen Wasserball produzieren. Und hier müssen die Blumen gegossen werden. Hier sieht es ja schlimm aus, alles vertrocknet, verwelkt. So kann das hier natürlich nicht weitergehen. Ja. Also ihr seht, hier rechts gibt's auch, ist auch Werbung für My Sun Resort. 100 Muscheln und Papagei per SMS für 10 Euro. Ja, also das ist richtig krass. Richtig gutes Angebot. Also wenn ihr zuschlagen möchtet und Muscheln haben möchtet, dann jetzt. Wann sonst? Ja? Jetzt die beste Möglichkeit dazu. Nutzt sie. Und ich werde jetzt hier erstmal meine Gäste einer Unterkunft zuweisen. Ja? Und ein bisschen mal ransuchen. Das ist ja alles so weit weg. Oh, nee. So, hier. Das muss gegossen werden. Der hier. Warum kann ich keine Unterkunft anbieten? Ach so, weil mein mittlerer Bungalow noch nicht fertig ist. Da muss ich, glaube ich, mal ein paar Sachen kaufen. Das geht ja nicht. So, dann was muss denn da rein in den Bungalow? Gehen wir da drauf. Fernseher, Bett und Dusche. Okay, also Dusche, kaufen. Fernseher, kaufen. Bett, müsste hier sein. Oh nee, nicht das für 11 Muscheln. Normales Bett, das hier, für 440, zack. Da stellen wir jetzt alles da rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die dann vielleicht doch annehmen kann. Fernseher einfach. Eine Dusche. Oh, Anixian hat mir geholfen. Vielen Dank dafür. So, was brauchen die hier noch? Ja, das habe ich doch jetzt erledigt. Glückwunsch, jetzt kannst du diese Unterkunft Gästen mit
mehr Sterne anbieten. Sie zahlen einen höheren Zimmerpreis und geben mehr Geld aus. Ja, das ist doch mal super. Und genau, die hier kann ich jetzt einchecken lassen, Unterkunft anbieten. Zack, rein mit euch, ab in die Stube und die bekommen das hier. Okay, der möchte dahin. Seht mal, hier wird gerade die Sonnenbrille produziert. Der hat auch Kohldampf hier, ne? Ja, hey, ich erwische ihn nicht. Jetzt habe ich ihn. Okay, der kann hier hin, da hin, ja. Der möchte gerne an den Pool. Also, wir haben ja wieder so viele Wünsche, meine Gäste. Ja. Da hat man nie Ruhe als Resort-Manager oder Resort-Managerin. Ich habe übrigens noch gar nicht erzählt, also wenn ihr das Spiel mal spielen möchtet, ausprobieren möchtet, könnt ihr das Ganze natürlich kostenlos spielen. Und zwar findet ihr den Link in der Videobeschreibung, aber natürlich auch in der Anmerkung von diesem Video. So, alle Gäste eingecheckt. Hier gibt es Schuhe gratis. Luftballons müssen erst noch produziert werden, dauert einen Moment. Ja, Grundbild, Moment, die haben hier voll Kohldampf, das ist schon rot. Da muss ich natürlich was gegen tun. Oh, ich habe keinen Mist. Mist. Ja, ich habe ja gesagt, ich muss ja auch mal so ein bisschen umdesignen, weil ich nicht so viel Platz irgendwie habe. Wie viel? Pflanze einen neuen Baum. Okay, das bekomme ich jetzt auch hin, die Aufgabe. Achtung, dann machen wir mal noch. Oh, das hat nicht geklappt. Hier vielleicht? Ja. Da, und jetzt müsste ich eigentlich 250 XP. Vielleicht bekomme ich ja heute noch ein Level up. Frangipani Beet 1. Wie viel brauchen wir? Drei, okay, da muss ich noch 2, 3. So, hier unten sieht man das auch übrigens, wie viele man auf Lager hat. Ja? So. Achso, habe ich ja jetzt schon gekauft. Oh Mann, hier unten sind sie. Und hier habe ich doch schon mal so angefangen, so mein Beet zu pflanzen. Da, das sieht man zwar gar nicht, aber ist ja egal. Hauptsache, ich habe es gepflanzt, 300 XP. Und bei den Freunden kann ich natürlich auch noch vorbeischauen. Und ich habe ja auch, glaube ich, eine neue Nachricht. Hallo, ich liebe deine Videos und dich auch. Und PS, das Spiel macht süchtig. Hey, super. Hey, ups. Hey, cool. Vielen Dank für deine liebe Nachricht. Das freut, ups, mich wirklich sehr. Du bist in einem meiner coolen Videos. So. Liebe Grüße. Sunny Miri. Genau. Yay. Heißt sie oder er. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das ein Jungs- oder Mädchenname ist. Mir geht es gut. Vielen Dank für dein Geschenk. Liebe Grüße. Gern geschehen. Und hier. Danke, mir geht es auch gut. Sonnige Grüße. Vielen Dank dafür. So, schauen wir mal, was im Resort so abgeht. Hier ist die Badekappenproduktion abgeschlossen. Plus die Drachen sind auch fertig. Dann brauchen wir hier noch einen Wasserball. Und was machen wir da? Da machen wir Flip-Flops. Ja. Flip to the flop, to the flip, to the flop. So. Oh, stelle 3 Produkte her, ist die neue Quest. Ob wir die erfüllen können, ich weiß es nicht. Ja. Also hier möchte auf jeden Fall jemand was essen. So, das haben wir schon mal gemacht. Hier startet jetzt auch gleich eine neue Produktion. Und zwar startet die nochmal die Schuhproduktion. Der hat auch Kohldampf, der kommt da ohnehin. Und die hat auch Hunger. Die kommt. Haben wir noch einen Platz? Nee, haben wir nicht. Mist. Okay, schau mal ins Verwaltungsgebäude, ob ich mir vielleicht jemanden, einen neuen Angestellten leisten kann. Aber ich glaube nicht. Dazu brauche ich Muscheln und ich habe nur noch eine. Ja, shit. Schlecht gelaufen, meine ich natürlich. hier werden wir jetzt nochmal Luftballons produzieren. Da wollten ja vorhin auch ein paar haben. Donut haben wir hier auch. Und nochmal Donuts, weil es so schön war. Ja, wollen wir mal ein paar Nachbarn von mir besuchen oder wollen wir jetzt noch... Oh, Moment. Achso, Luftballons habe ich noch keine neuen produziert. Wir könnten auch mal bei der Rezeption schauen. Was ist das hier? Möchtest du diese einen Stände sofort abreißen lassen? Nee, möchte ich nicht. Wenn mich das Muscheln kostet, dann nicht. Ja, also ihr seht, ich bin noch nicht mal Level 15, aber das geht echt ruckzuck. Wir schauen uns mal meine Belegschaft an. Okay, wen haben wir denn hier? Theresa Seidel, Marcel Martin, Aisha Schäfer, Lukas Sauer, Nadine Schäfer. Oh, sind das Geschwister? Aisha Schäfer und Nadine Schäfer, Christine König, Agatha Müller, Giuseppe Kraus und, wen haben wir noch? So viele. Achso, da müsste ich jetzt einen neuen Resort-Helfer einstellen. Ja, Koch habe ich einen, Poolboy habe ich auch einen, Verkäuferin habe ich 2, Poolboy habe ich auch 2, sorry. Ja, mein Disc-Jockey habe ich auch, einen Köch habe ich auch 2 und einen Sportcoach habe ich auch noch. Wow. Erweiterung 2 einbauen plus 4 Betten. Ich will jetzt mal gucken, was ich noch kaufen kann. Ich habe doch jetzt endlich mal ein bisschen Kohle. Dann muss das doch mal klappen, dass ich mal was Neues in was Neues
investieren kann oder vielleicht so ein bisschen umbauen kann, damit ich auch ein bisschen mehr Platz habe für meinen zweiten Bungalow, ja. Passt das hier hin? Nein, passt es natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Okay. So, dann müssen wir das hier mal entfernen. Das Geröll. Ja, das wird jetzt entfernt. Die möchte gerne an den Pool. Der Herr da hinten auch. Machen wir. Oh, das Lager in diesem Gebäude kann 5 Produkte aufnehmen. Du kannst Kapazität um eine... Nee, möchte ich jetzt nicht. Ah, hier. Jetzt wollte doch gerade jemand Wasserball. Das hat perfekt gepasst. Und ja, das wird auch entfernt. Ich hätte hier halt gern so ein bisschen... Oh, Moment, der hat Hunger. Und hier hat noch jemand Hunger. Also ihr seht, man hat hier immer so viel zu tun bei My Sunny Resort. Das geht richtig ab, dieses Spiel, finde ich. Also wird einem nie langweilig, ja. Wenn man denkt, man hat jetzt gerade mal alles erfüllt, dann kommt schon der nächste Gast und hat einen neuen Wunsch. Hier können wir das Geld abholen. Und da gibt es Luftballons, die aber, glaube ich, noch nicht fertig produziert sind. Genau, die können wir noch nicht einsetzen. So, und jetzt gehe ich mal in den Shop. Wo ist denn der Shop? Hier. Da gucken wir mal. Vielleicht können wir auch hier, ja, das ist blöd, dass ich jetzt diesen mittleren Bungalow habe, aber nichts, das ärgert mich. Naja, gut. Kann man jetzt nicht ändern. Wir schauen mal nach Möbeln. Was haben wir denn hier noch so? Teppich mit Sitzkissen. Oh, Elfenmuscheln. Blumentopf haben wir. Bodenvase mit Rosen. Hui. Einen sitzenden Buddha und einen kleinen Teppich. Eine Dusche, Fernseher, Standventilator. Was haben wir hier noch? Ein Sessel. Eine Minibar, ein Kleiderschrank einfach und ein Couchtisch. Ja, also wir haben viele verrückte... Ich werde jetzt mal hier einen Kleiderschrank kaufen. Dann kriege ich doch mehr Geld, oder? Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich das hier drin platziere, kriege ich mehr Geld. Ja, genau. 18 Komfort, habt ihr das gesehen? Ah, 7.000. Das heißt, ich könnte doch eigentlich mal... ich muss jetzt mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie... doch ein Upgrade oder irgendwie sowas machen kann. Okay, da kostet 2 Muscheln. Schau, oh, hier möchte jemand anreisen. Unterkunft anbieten, natürlich hier. Gerne, gerne. Treten Sie ein. Und das haben wir schon... gucken wir mal bei der Rezeption, ob wir da vielleicht irgendwie... Nee, können wir nicht. Ich würde ja gerne irgendwie sowas upgraden. Wie man das so schön nennt. Weil für ein neues Grundstück, für ein neues Land reicht das, glaube ich, nicht. Okay. Ich klappe mal hier wieder, mach mal das wieder rein. Jetzt kann ich nämlich, glaube ich, auch da drauf gehen. Kann man das irgendwie upgraden? Nee, das geht noch nicht. Also ich kann nur die einzelnen scheinbar mit Möbeln aufpeppen. Ja? Zack, Produktion starten und der Pool wird auch gestartet. Ja. Aber ich bin ja auch immer gerne offen für Tipps. Also wenn ihr Tipps für mich habt zum Spiel, lasst es mich wissen. Ja? Schreibt es mir unter das Video. Ich finde das immer sehr interessant. Denn ich habe ja noch nicht so, also ich habe schon inzwischen ein bisschen Plan von dem Spiel, aber ich bin natürlich immer offen für alle Tipps, ja, und Verbesserungen, dass ich hier schnell zu Erfolg komme und höre mir gerne eure Sachen an. Ich werde jetzt hier noch eine neue Donut-Produktion starten. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier vielleicht... Oh ja, hier, seht mal, jetzt einbauen. Aber nee, machen wir nicht, denn wenn ich jetzt so viel Geld habe, dann müsste ich da auch mal was anderes bauen können. Ein Souvenirshop, okay, dafür habe ich zu wenig Geld. Ja, was haben wir hier noch? Ein Buffet-Restaurant, das könnte ich mir zum Beispiel holen. Oder die Open-Air-Disco habe ich schon, Beachvolleyball habe ich auch schon gebaut. Was gibt es hier noch? Schöne Deko, oh, ein Sandkasten. Was, für 8.000 Hotel-Dollar? Wow, das ist ja richtig viel. Ja, was haben wir denn hier noch Schönes? So ein bisschen Deko? Wollen wir Deko kaufen? Nee, ich glaube, ich muss erstmal hier so ein bisschen Platz machen überhaupt, damit ich mal wieder was Neues platzieren kann, weil ich habe ja aktuell gar keinen Platz dafür. Ja, das ist gleich fertig entfernt, sehe ich gerade. Dann müsste das ja... Hier können wir das... Das können wir auch nach da verschieben. Das Beachvolleyballfeld. Das wäre eigentlich cool da vorne, oder? Was meint ihr? So direkt am Strand würde das doch gut hinpassen. Mal gucken, passt das hier hin? Nein, das passt natürlich auch nicht dahin. Also ihr seht, man muss immer von Anfang an gleich mitdenken, wo man was hinpflanzt, sonst sieht man am Ende ein bisschen doof aus, wenn man hier, so wie ich jetzt gerade, ein bisschen Platzprobleme bekommt. Wir werden hier die Open-Air-Disco upgraden. Ja, das machen wir. So, der möchte einen Wasserball, hier gibt es Schuhe, Donut. Donuts für alle, eine neue Produktion. Produktion starten, Donut abholen und einen neuen Donut machen. Oh, interne Anmeldung, bitte melde dich neu an. Oh Mist, okay, machen wir gerade. Aber ich glaube, das ist dann auch ein gutes Zeichen, um das Let's Play zu beenden. Also ich komme sonst gar nicht mehr hier aus meinem Fluss raus. Ihr seht, also ich habe richtig coole Sachen heute erreicht, viel geschafft.
Und ich muss jetzt das alles mal so ein bisschen umdesignen, dass ich mehr Platz für neue Dinge habe. Und das passt noch nicht dahin. Aber wenn ich, kann ich das hier jetzt... Oh nein, 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 möchte ich nicht. Aber genau, ich muss meine Deko-Gegenstände mal ein bisschen schlauer platzieren, dass die nicht so viel Platz wegnehmen. Darauf solltet ihr achten, wenn ihr euch ein Resort aufbaut. Nicht so hirnlos wie ich. Okay, wir haben hier noch eine Insel, sag ich schon, eine Kokospalme. Die könnten wir vielleicht auch noch hier, die können wir noch da unterbringen. Das können wir vielleicht auch noch verschieben nach hier. Aber dann die, geht die dahin? Nein, das passt nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber wir können den Busch, zack, dahin. Und jetzt passt die. Ja, also ihr seht, es gibt einiges zu tun bei mir noch. Ja, das mache ich, glaube ich, mal im nächsten Let's Play weiter. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, hier ist auch alles besetzt. Da kommt vor die Umkleidekabine, damit auch ja niemand aus der Umkleidekabine rauskommt. Und das kommt auch, das Strandtuch kommt hier rüber. Zum Pool, in Poolnähe, ja. Und ich das wäre so cool, wenn ich hier, das wird ja jetzt auch noch entfernt, wenn ich hier mein, na, helft mir. Ah, mein Volleyballfeld hinmachen könnte. Ja, also, das war's dann für heute. Ihr seht, ich habe jetzt keinen Kopf mehr. okay, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr spielen möchtet, dann findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Das Ganze ist kostenlos von Upias, das Spiel. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ihr könnt mich natürlich auch gerne als Freund oder Freundin bzw. adden. Und ja, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis bald. Eure Miri.